Hallo, hallo, wie geht's euch? Uns geht's ganz gut. Das macht man nicht in Videos, ne? Man fragt nicht, wie es den Leuten geht. Doch, du, machen viele. Du kannst ruhig was lauter reden. Nee, trau mich nicht. Denn darum geht's in unserem Video heute. Wir üben nämlich, vor der Kamera zu reden. Ihr seht, ich schaue gerade in die Linse, genau in die Kameralinse rein. Wenn ich in den Vorschaumonitor gucken würde, würde das nämlich so aussehen. Es ist natürlich viel angenehmer, jemanden in die Augen zu schauen und zu reden. Ja, aber auch komisch. Denn eine Kamera läuft gerade und all das üben wir, denn Verena kann das nicht so gut. Und ich kann das sehr gut verstehen. Man hat da generell sehr hohe Hürden, die man nehmen muss, um vor der Kamera zu reden oder vor irgendwelchen anderen Menschen. Ja, aber es fühlt sich komisch an, denn man weiß irgendwie in seinem Unterbewusstsein, das geht vielleicht an viele andere Leute raus. Selbst wenn man das nur für sich machen würde, einfach in die Kamera reden, ist irgendwie, es braucht sehr viel Überwindung für viele Menschen. Ich durfte das in meinem Studium, ich habe Film- und Fernsehregie studiert, in einigen Fächern halt lernen. Wir hatten Schauspielunterricht, Pitching, da stellt man halt irgendwelche Projekte vor. Ja, und das versuchen wir heute einfach so ein bisschen. Ich hatte euch bei Instagram ein paar Fragen gestellt. Es kamen jetzt leider nicht so viele an, aber ein paar davon werden wir am Ende beantworten. Ich will mich nicht vorstellen. Also zu Anfang machen wir einfach ein kleines Interview. Und zwar wird Verena zu mir sprechen. Du sprichst ganz normal zu mir. Als wärst du ein Mensch. Und die Kamera wäre gar nicht an. Wie geht's dir so? Wie heißt du? Mir geht's nicht so gut. Warum? Weil die Kamera vor mir steht. Es ist unangenehm. Wir sitzen hier nur zu zweit und die Kamera steht davor. Auch, wir haben ja schon ein Video aufgenommen, was keiner sehen sollte. Das ist ja auch so das Test war. Und das war sogar super unangenehm, wo wir uns beide klar waren, dass es nie veröffentlicht werden soll und einfach nur das gedreht wird. Aber es war schwierig. Du siehst dich immer viel kritischer als andere. Weil andere akzeptieren dich so, wie die dich sehen, weil die denken, ja, das, so und so ist der Mensch. Und okay, ne? Vielleicht regt die irgendwas auf, so, die hat eine komische Nase oder was weiß ich. Aber das nimmt man halt trotzdem hin. Aber wenn du dich selber so siehst und denkst, so, oh, ich bin dick, ich habe komische Haare, ich habe eine komische Nase, ich rede seltsam, lache komisch. Das fällt mir auch jedes Mal bei mir auf, so, oh, boah, meine Lache, halt die Klappe, du. Man muss es einfach so hinnehmen und man sieht sich immer viel, viel schlimmer, als andere Leute es tun. Ich finde es optisch auch noch niemals so schwierig, mich zu sehen, weil man es auch im Spiegel anders sieht. Und man redet ja im Normalfall eigentlich vor dem Spiegel mit sich selber und sieht nicht, wie man die Mimik und so aussieht. Außer wenn man Selfies macht. Ja, aber dann macht man sich halt auch so, wie man sich selber sieht im Spiegel. So. Deswegen poste ich zum Beispiel auch selten lachende Bilder, weil ich mich dann merkwürdig finde, weil ich mich sonst halt nicht beim Lachen sehe. Und das sieht dann meistens auch unnatürlich aus, wenn man so in die Kamera lacht. Als wenn man das halt jetzt so deswegen, ganz normal deswegen lässt lacht. Du mich auch nie Fotos von dir machen, weil die dann immer. Oder. Macht. Ja, weil ich mich sonst. Weil dann weiß ich, dass ich scheiße. Also, dass ich blöd gucke. Und dann ist es lustig. Aber wenn ich versuche, normal und irgendwie schön auszusehen und dann kacke aussehe, ist es sehr unangenehm. Du merkst gerade auch selber so ein bisschen, das ist jetzt keine befreite Talkrunde, weil wir haben ja ein bestimmtes Ziel, wo wir hin drauf zu fahren. Und hätten wir jetzt so eine Talkrunde über Anne Will oder sowas, da würde man ja über irgendein Thema reden und jeder würde seine Meinung sagen und da hätte man auf jeden Fall schon ein bisschen weniger Stress, weil erstens geht es nicht um einen selber, zweitens. Also du hast ja, jeder hat irgendeine Meinung dazu, selbst wenn man keine gefestigte Meinung zu irgendetwas hat, sagt man so, weiß nicht, ich habe mich nicht mit dem Thema befasst, hat man irgendwie was zu sagen, selbst wenn es das Statement ist, dass man sich noch nicht damit befasst hat. Und so ein themenbasiertes Reden einfach einfacher ist, weil einfach ist. Bin ich wieder ein paar Lutenspeichern. Hallo Kinder! So, das war jetzt so die Interviewsituation und dabei lief halt die Kamera und ich finde das ja schon ganz gut gemacht. Selber. Ja, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und zwar werde ich mich jetzt neben die Kamera setzen und sie wird wieder zu mir sprechen, aber da quasi neben mir eine Kamera steht, das ist nochmal was.
was anderes. So, jetzt sitzen wir zwar eigentlich immer noch gegenüber, ich bin jetzt zwar einfach nur ein bisschen weiter weg. Im Grunde hat sich jetzt nicht viel geändert. An sich nicht, aber ich sitze jetzt alleine vor der Kamera. Also ich weiß, dass man dich schon hört. Fühlt sich mehr exposed, ne? Ja. Dann zieh jetzt mal dein Top aus. Wie fühlst du dich? Jetzt habe ich mich gerade auch schon gefühlt, sehr angespannt. Ich sitze die ganze Zeit so. Das sieht wahrscheinlich keiner, aber ich sitze die ganze Zeit alle Muskeln, die ich habe, die zwei, die ich besitze, habe ich irgendwie angespannt. Mein ganzer Nacken ist schon so. Ich fühle mich ein bisschen alleine. Aber da ich jetzt noch zu dir spreche, die Kamera jetzt nicht in meinem. Also ich sehe die schon so in meinem äußeren Blickfeld, aber jetzt nicht so, die ist jetzt nicht direkt vor meinem Gesicht. Oder so. Da wir jetzt gerade schon gesprochen haben, das ist nicht mehr ganz so unangenehm, als hätten wir jetzt so angefangen. Dann würde ich hier wieder sitzen. Wahrscheinlich. Stell dich einfach mal ganz kurz vor. Wie heißt du? Wo kommst du her? Was arbeitest du? Oh, du weißt ja nicht. Ich glaube, vorstellen ist, das kann, glaube ich, fast jeder bestätigen, jetzt, ob das unangenehm ist, was man ja überhaupt machen muss. Ich kann das. Hallo, ich bin Rena. Ich wollte gerade tatsächlich sagen, weil ich 21 bin. Ich weiß nicht warum. Hallo? Mann, ich bin Rena. Ich will das gar nicht sehen nachher. Du kannst das alleine schneiden, ich weiß nicht, wenn ich an die gucke. Ich bin 24 Jahre alt, komme aus Kamp-Lindfort und wohne jetzt in Köln. Ich arbeite im Online-Marketing. Das war's jetzt auch schon. Okay. Das war schon deutlich schwieriger, wie ihr vielleicht gesehen habt. So, als nächstes machen wir eine Übung. Und zwar wird Verena gleich etwas mit ihrem Handy aufnehmen und es sich dann angucken. Ich glaube einfach, um das ein bisschen lustiger zu gestalten, nehmen wir irgendwelche Zungenbrecher. Am 10.10.10.10 zogen 10 Zahme Ziegen 10 Zentner Zucker zum Zug. Auf den 7 Robbenklippen sitzen 7 Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen. Das war gemein. Der dicke Dachdecker deckt dir dein Dach, drum dank dem dicken Dachdecker, dass der dicke Dachdecker dir dein Dach deckte. Der dünne Diener trägt die dicke Dame durch den dicken Dreck, da dankt die dicke Dame dem dünnen Diener, dass der dünne Diener die dicke Dame durch den dicken Dreck getragen hat. Der froschforschende Froschforscher forscht in der froschforschenden Froschforschung. Die Katzen kratzen im Katzenkasten, im Katzenkasten kratzen Katzen. 333 Reiter ritten 333 Mal um das große, runde Brastenburger Rathaus. Ende. Das hat ganz Sinn gemacht, aber das war nicht mehr so. Fischersfritze fischte frische Fische, frische Fische fischte Fischersfritze. Fertig. Jetzt bin ich auch nicht mehr. So, jetzt versuche ich das mal. 8 alte Ameisen aßen am Abend Ananas. Brauchbare Bierbrauerburschen brauen brausendes Braunbier. Als wir noch in der Wiege lagen, gab's noch keine Liegewagen. Jetzt kann man in den Wagen liegen und sich in allen Lagen wiegen. Der Cottbusser Postkutscher putzt den Cottbusser Postkutschkasten. Der Flugplatz nahm auf den Flugplatz Platz. Auf dem Flugplatz nahm der Flugplatz Platz. Was? Der Metzger wetzt das Metzgermesser bis des Metzgers Wetzstein. Der Metzger wetzt das Metzgermesser mit des Metzgers Wetzstein. Mit des Metzgers Wetzstein wetzt der Metzger sein Metzgermesser. Blautkraut bleibt Blaukraut, Brautkleid bleibt Brautkleid. Versuch's mal in die Kamera. Blaukraut bleibt Blaukraut, Blaukraut bleibt Blaukraut. Brautkleid bleibt Brautkleid. Fischers Fritze fischte frische Fische. Frische Fische fischte Fischers Fritze. Die Standardsachen kann ich gar nicht. Gut, ciao, Leute. Jetzt gucken wir uns an. Der dicke Dachdecker deckt dir dein Dach. Dank dem dicken Dachdecker ist der dicke Genau, macht es dir so schwer, das nicht einfach durchzuziehen? Ist dann der Stresspegel einfach schon so am Anschlag, dass es gar nicht mehr geht? Also das geht durch Übungen besser oder vielleicht durch eine andere Übung? Dann auch eine Stimme, habe ich mich langsam gewöhnt, dass die komisch ist. Weil wir jetzt schon öfter angeguckt haben. Das ist auf jeden Fall nicht mehr so unangenehm wie beim ersten Mal, als das erste Video gemacht hat. Im Grunde ist die Übung tatsächlich sehr fortgeschritten, weil man sieht sich selber dabei.
du hast mir ja vor dem Video schon gesagt, dass du das eigentlich einfacher finden würdest, weil du siehst dich ja dabei und da. Das fand ich schon seltsam, weil ich weiß, wenn ich mich selber sehe, dann reagiere ich noch heute auf. Bei mir habe ich gedacht, es wäre einfach, wenn man sich dann selber sieht und wenn man sich selber dann in dem Moment schon doof findet, kann man das noch ändern. Aber nee, war jetzt auch nicht ganz so. Ich dachte halt wegen dem Videoanruf und so, die man so macht, wo man sich auch sprechen sieht, wenn man zu dem auf sich guckt, nicht nur auf die Karte fest. Acht alte Ameisen aßen am Abend Ananas. Ich. Blautkraut bleibt Blaukraut, Brautkleid bleibt Brautkleid. Boah, schlimm. Ich finde es halt ein bisschen peinlich, aber ich fand das nicht so schlimm. Ja, also, ich habe mich schon öfter vor der Kamera gesehen und öfter vor der Kamera gesprochen und gerade jetzt in der Situation, ich sitze hier und bin mit dir und wir sind hier alleine in unserer Wohnung und du findest es nicht so schlimm. Und bei Freddy im Büro war das halt auch nochmal anders, und da waren immer andere Leute noch irgendwie da, das war nicht so cool. Man hatte neben sich jemanden, der irgendwie viel souveräner und besser sprechen kann. Da fühlt man sich auch ein bisschen runtergebuttert. Also wenn jetzt andere Leute noch reden, hätte ich keine einzige Sache davon geschafft, glaube ich. Da wäre ich aber auch schlimmer. Also das hätte ich, was wir gerade gemacht haben, war ja so schon schwierig. Das hätte ich dann nicht geschafft, glaube ich. Maskottchen besser. Sind Sie vor der Kamera? Ich finde das sehr gut. Ich mag das. Machen wir jetzt mal die letzte Stufe. Dann stellst du nicht dich vor, sondern stellst Marmelade vor. Hallo, das ist die kleine Marmelade. Sie ist jetzt 7 Monate alt. Sie ist sehr klein und puschelig, wie ihr seht. Sie spielt sehr gerne mit Haaren. Sie ist ein bisschen hyperaktiv. Ihre Hobbys zählen Merlin ärgern, uns ärgern, sehr viel Chaos machen, schreiend rumrennen. Und sie kuschelt sehr, sehr gerne. Und kuschelt gern als Gegenpartner, wenn sie auch sehr flauschig ist. Ich glaube, sie hat nie mehr bewusst hier zu sitzen und sie ist sehr leicht für alle Spielsachen zu begeistern. Und sie ist gerade aufgewacht und sehr müde. Und versteht nicht, was hier gerade passiert, wenn sie hier so sitzen soll. Name, Alter, Geburtsort, Ingelensis. Das wissen alle Leute. Ja, aber wir wissen alle, das ist eine Übung. Du schaffst es. Da eigentlich jetzt. Ja, ich gucke ja schon rein. Das ist jetzt schon unangenehm. Ich weiß nicht, warum das. Ich kann dir, wenn ich jetzt so reinspreche. Aber wenn ich jetzt so reinspreche, finde ich es nicht irgendwie annähernd so unangenehm. Als wenn ich mich aber tatsächlich einfach vorstelle. Versuch dir diesen Modus quasi so abzuspeichern. Ja, das kann ich nicht. Wenn ich jetzt schon daran denke, habe ich schon in meinem Kopf eine komische Stimme. Ich denke, ich fange an. Hallo. Ja, Gruppenarbeiten waren immer toll für mich früher, wo man sich vorstellen musste. Hallo, ich bin Verena, bin 24 Jahre alt und wohne in Köln. Ich hasse es, mich vorzustellen. Fertig. Ja, wir haben es euch versprochen, jetzt beantworten wir ein paar Fragen, die ihr mir und uns auf Instagram gestellt habt. Was ist eure Lieblingsserie? Also ich habe einige Lieblingsserien, aber gerade schauen wir, die ist zwar schon etwas älter, das habe ich dir ein bisschen näher gebracht. Suits schauen wir gerade sehr gerne. Wir sind jetzt bei der 8. Staffel und leider ist die nicht so gut wie der Rest. Ja, ansonsten bin ich ein großer Rick and Morty Fan. Ich glaube, einige wissen das schon. Ja, die neue Staffel habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, weil ich warte irgendwie die ganze Zeit, bis sie auf Netflix kommt. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ich habe keinen Bock, mir ein Sky-Abo zu holen. Was empfiehlt ihr Leuten, die sich überlegen, eine Katze anzuschaffen? Erstmal grundsätzlich, was wir am Anfang falsch gemacht haben, 2 Katzen anschaffen? Ja, ich dachte irgendwie so ganz internetmenschmäßig, so ich bin viel schlauer als alle anderen. Ja, Katzen sind doch irgendwie Einzelgänger, scheiß drauf. Nee, Katzen sind keine Einzelgänger. Katzen sind sehr soziale Tiere. Sie brauchen nicht nur
wenn sie denn zu Hause aufwachsen, den Menschen. Sie brauchen auch andere Artgenossen. Ein Mensch kann niemals so mit einer Katze, wie eine Katze mit einer Katze spielen kann. Sie rennen hier durch die Gegend, spielen Fangen, spielen Verstecken, kämpfen miteinander. Das kriegt man alleine gar nicht hin. Wenn ihr euch eine Hauskatze anschaffen wollt, guckt, dass ihr direkt zwei holt oder mehr. Ob das jetzt irgendwie Männlein, Weiblein, 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 Männlein, Männlein ist, kann ich gar nicht so genau beantworten. Viele sagen, es gibt verschiedene gleiche Geschlechter, aber uns klappt es ja auch ganz gut. Hat halt auch den Vorteil, wenn man dann arbeiten ist, sind die nicht alleine. Man muss grundsätzlich, glaube ich, bevor man sich irgendwie ein Tier holt, egal eigentlich welches, dass man sich halt dabei bedenken sollte, dass das Tier halt auch so eine große Verantwortung irgendwie fürs Tier hat. Das ist halt noch ein paar Jahre, mehrere hoffentlich, sehr viele Jahre, so Teil von einem ist. Und man das nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen soll und sagt, ja, ich hole mir jetzt ein Tier, weil ich eins haben will. Man sollte sich schon auch über die Kosten, muss man ja auch sagen, kostet halt schon was auf Futter und Tierarzt, was auch immer, dass man das halt irgendwie stemmen kann. Man muss sich wirklich bewusst machen, eine Katze oder ein Tier ist kein Gegenstand, ist auch nicht nur ein Lebewesen, es ist auch eine eigene Persönlichkeit. Ihr holt euch ein Familienmitglied. Das sich informieren, was brauche ich dafür. Man muss sich eine Entscheidung stellen, welches Futter gibt man dem Tier. Bei dem Katzenfutter, was man kauft, muss man auch nochmal unterscheiden zwischen Trockenfutter und Nassfutter. Trockenfutter hat viele Vorteile. Man kann das einfach stehen lassen und die Katzen nehmen es sich. Das gammelt natürlich halt nicht so schnell wie Nassfutter. Aber, und das ist sehr wichtig, weswegen wir unsere Katzen mit Nassfutter füttern, es ist zwar teurer, aber es ist auch viel natürlicher für die Katzen, denn die kriegen kein Trockenfutter in der Natur. Und das führt halt, wenn man die mit viel Trockenfutter oder Leckerlis oder sowas füttert, dazu, dass sie austrocknen. Frisches Wasser sollte man sowieso rat haben, aber sie können niemals so viel Wasser trinken, wie sie Wasser verlieren durch das Trockenfutter. Achtet darauf, dass er mindestens 70% Fleischanteil ist. Kratzbäume, wenn ihr einen Balkon anbieten könnt, wir haben hier unseren Balkon ausgekleidet mit einem Katzennetz, damit die nicht ausbrechen können. Guckt, dass ihr möglichst viel Platz für die habt. Und Beschäftigung auch, wenn nicht so viel Platz, dann ist es noch wichtiger. Wie habt ihr eure Katzen aneinander gewöhnt? Nicht so, wie man es eigentlich machen sollte. Wir haben Marmonette geholt und haben sie erst halt in unser Schlafzimmer gepackt, dass sie sich erstmal ein bisschen nach der Fahrt, also eine Stunde ungefähr Fahrt gewesen, sich ein bisschen erholen konnte. Merlin hat natürlich direkt gerochen dass, oder auch gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und wollte direkt dahin. Hat die ganze Zeit weinend vor der Tür gesessen, hat gekratzt, glaube ich, auch. Wir haben da ein bisschen gewartet, aber irgendwann sind wir ein bisschen ungeduldig geworden, haben sie dann langsam aneinander schnuppern lassen, was auch eigentlich noch ganz gut geklappt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wenn die sich jetzt erstmal beschnuppert haben und das eigentlich klappt, dann, ich glaube, da hat die Kleine noch ein bisschen gefaucht, weil sie halt auch ein bisschen müde und ein bisschen verwirrt war. Und dann ging es auch eigentlich, sie ist dann relativ schnell aufgetaut und auch ins Wohnzimmer gekommen von alleine. Und irgendwann so die nächsten Tage fand Merlin das nicht mehr so witzig, dass er nicht mehr der Einzige war und hat sie dann angefaucht und ist auf den Weg gegangen und war sehr gestresst auch. Deswegen kann ich euch empfehlen, das nicht genau unbedingt so zu machen wie wir. Im Endeffekt hat es dann einfach ein bisschen länger gedauert, 2-3 Wochen. Manchmal ist Merlin immer noch genervt, aber es liegt auch daran, dass Marmelette sehr penetrant und nervig ist manchmal. Darauf sollte man vielleicht auch achten, dass man sich, wenn man sich also eine Katze hat und sich noch eine neue holt, dass man auf den Charakter von beiden so ein bisschen achtet, weil Merlin ist eher so der ängstliche, ruhigere. Marmelette ist auch noch relativ ruhig, aber schon viel selbstbewusster. Ja, und wenn man unsere Katzen irgendwie mit einem Wort beschreiben würde, Merlin ist die Heulsuse und Marmelade der Clown, würde ich sagen. Ja. Ist charakterlich nicht unbedingt die beste Kombination, aber sie gewöhnen sich irgendwie aneinander und mögen sich dann halt auch. Und finde es dann auch doof, wenn der eine irgendwie fehlt. Am besten informiere ich auch darüber, wie man das am besten macht und geht ein bisschen langsamer vor als wir. Es kann gut gehen, aber es kann auch sehr, sehr, sehr schief gehen. Und wir haben jetzt Glück, dass die zwei sehr lieb sind, grundsätzlich von alleine auch. Liegt auch so ein bisschen an der Rasse. BKHs sind sehr, sehr liebe Katzen, die sehr viele Fehler verzeihen. Seit wann bist du Vegetarier und die andere ist dazu, würdest du noch mal Fleisch probieren? Also ich bin Vegetarier so in etwa seit ich 12 bin. Ich bin jetzt 31, schon eine lange Zeit also. Es gab bei uns im Haushalt eh schon eher weniger Fleisch, also quasi nur für mich, wenn ich irgendwie mal was haben wollte. Und mir war das dann auch nicht so wichtig. Ich habe dann hin und wieder wollte ich da irgendwie was, weil ich irgendwie Bock drauf hatte, irgendwie so ein Beefy oder sowas.
Aber ich brauchte das jetzt nicht. Deswegen war für mich die Eingewöhnung jetzt nicht so schlimm. Ich habe halt hin und wieder dann noch Fisch gegessen zum Beispiel, zur Eingewöhnung. Mein Tipp ist einfach, nach und nach einfach so ein bisschen runter machen. Wenn ihr gerade jeden Tag Fleisch esst und denkt so, ich will jetzt Vegetarier werden, glaube ich, schafft ihr das nicht direkt, wenn ihr von 0 auf 100 aufhört, Fleisch zu essen. Ich habe halt hin und wieder dann trotzdem irgendwie mal Fleisch gegessen. Wenn man irgendwie auf einer Party war und es gab wirklich nichts mehr anderes und man hatte einfach solchen Hunger, dann habe ich auch mal irgendwie ein Würstchen oder irgendein Fleischsalat oder was auch immer es da gab, irgendwie Lasagne oder was, gegessen. Und das sättigt einen halt auch und man denkt jetzt nicht, ist das ekelhaft. Manchmal schon. Man denkt sich so, boah, das schmeckt jetzt irgendwie tot und fettig. Ist halt nichts dabei. Man denkt sich nur am nächsten Tag, weil sich die Ernährung schon umgestellt hat, der Darmtrakt und so, denkt man sich am nächsten Tag so, boah, das war keine gute Idee, weil es liegt schon schwer im Magen und man bereut es dann schon. Ja, man sollte sich da nicht so fertig machen. Also man kann jetzt als einzelner Mensch nichts für die Massentierhaltung. Man sollte sie jetzt nicht unbedingt unterstützen und befürworten. Wenn jeder irgendwie so ein bisschen reduziert, haben wir schon viel gewonnen. Jetzt nochmal darauf zurückzukommen, würde ich jetzt nochmal irgendwie Fleisch essen. Wenn es jetzt nicht um mein Überleben geht, ich irgendwo in der Antarktis sitze und Pinguine jagen muss oder was weiß ich, nee, würde ich nicht nochmal meine Ernährung komplett umstellen. So, zum Thema, warum ich nicht mehr bei Freddy bin. Ich möchte eigentlich nicht darauf eingehen und ihr müsst da jetzt auch nicht Detail jeder einzelnen Nummer drauf beharren. Bitte sag uns auch, was passiert ist. Das ist eine Sache zwischen mir und ihm. Viele erwarten Drama und von Drama hören, glaube ich, ist das aber gar kein. Ja, es gab kein großes Drama. Ich habe ein paar Jahre mit ihm zusammengearbeitet und ein großes Dilemma zwischen ist man jetzt befreundet oder hat man diese Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung. Wir haben einfach irgendwie gemerkt, passt irgendwie nicht mehr so. Ich habe auch mal in die Videos reingeschaut, die Freddy zurzeit macht. Ich finde, Miguel macht das ganz gut. Viel von dem Flow, den ich da so reingebracht hatte, angeeignet, ohne dass ich ihn irgendwie eingearbeitet habe. Und ich finde, das spricht schon sehr für ihn, vor allem weil er vorher ja auch nie irgendwie sowas gemacht hat. Videomäßig muss er sich ja sehr viel einarbeiten und in den Schnitt. Und ich finde, was der da in so kurzer Zeit gemacht hat, ist ein bisschen Liebe für Miguel da lassen. In Freddys Kommentaren. Genau, lass mal ein bisschen Liebe für Miguel da. Ich finde, der macht einen super Job. Freddy nach wie vor ja auch. Ne? Das hat sich jetzt nicht so viel geändert. Freddy ist Freddys Kanal, ne? Freddy ist Freddy. Mami hat gerade einen Schlag geweint, wenn ihr das vielleicht hört, ich glaube nicht. Es fällt mir ein bisschen leichter. Also ich gucke jetzt auch trotzdem noch von dich, aber nicht direkt in die Kamera, weil es noch immer noch ein bisschen unangenehm ist. Und es wird wahrscheinlich beim nächsten Video wieder unangenehm werden, weil ich mich jetzt dann gleich sehen werde, wie ich gesprochen habe. Amelie redet gerade im Schlaf und das ist sehr süß. Sehr süß. Es kann gut sein, dass beim nächsten Video, wenn wir dann jetzt ein paar Tage Pause machen und wieder anfangen zu drehen, dass dann wieder genauso unangenehm ist. Werdet ihr vielleicht bei den nächsten Videos sehen, ob das geholfen hat, ob ich ein bisschen besser reden kann. Oder vielleicht auch nicht. Gut, das Q&A war dann doch ein bisschen länger als gedacht. ich hoffe, es hat euch gefallen. Für uns war es für Verena vor allem ein bisschen schlimmer als für mich, weil ich kenne das mittlerweile. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt, liked, abonniert, besucht unsere Instagram-Accounts, die sind irgendwo verlinkt in der Infobox. Wenn ihr nicht wisst, was eine Infobox ist, googelt das. Die ist einfach hier drunter, klickt dann so einen Pfeil an, dann öffnet sich so ein Ding und dann. Das ist wie früher der Teletext, der muss man so einen Knopf drücken und dann kann man sich irgendeinen Scheiß durchlesen. Also Intros und Outros können wir sehr gut. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, Fragen, Ideen für Videos, kommentiert gerne. Wenn ihr auch irgendwelche Ideen habt für Intro, Endcard, Anmoderation, Abmoderation, irgendwas, was ich sagen kann. Schreibt das auch gerne unten in die Kommentare. Bin gespannt, was da kommt. Vielleicht kommt was, vielleicht kommt nichts. Vielleicht überlege ich mir selber was. Vielleicht kommt da irgendwas, was man immer verändert. Finde ich eigentlich ganz cool, wenn es immer was anderes ist. Und dann
ihr euch quasi nur einbringen könntet. Finde ich cool, wenn nicht, dann schade. Tschüss. Yeah.